Studiengebühren sind in Zeiten, in denen die Hochschulen immer weiter unterfinanziert werden, sicher ein Mittel, um die Lehrqualität an den Hochschulen zu verbessern, an das man denken muss. Ich habe persönlich eine ganz eindeutige Beziehung zu den Studiengebühren. Studiengebühren dürfen nicht verhindern, dass wir das intellektuelle Potenzial des Landes ausschöpfen. Es darf uns kein qualifizierter Mensch verloren gehen. Das ist der erste Punkt. Wir müssen also, wenn Studiengebühren eingeführt werden, müssen wir dafür sorgen, dass ein entsprechendes Stipendiensystem, ein entsprechendes Kreditsystem zur Verfügung stehen, um alle Studierfähigen, alle begabten Studierenden zuzulassen. Und zweitens, das Geld muss bei den Studiengängen, die sich diese Studiengebühren verdienen, bleiben. Wir brauchen, Herr Thümer hat das ja angesprochen, die schlechten Betreuungsverhältnisse in der Universität. Wir haben bei manchem etwas schon getan. Wir haben beispielsweise in der Mathematik die Klassen von 1200 auf 400 reduziert, was ein beträchtlicher Aufwand, aber auch ein deutlicher Fortschritt war. Wir sind auch bei der Entwicklung im Sinne von E-Learning auch da besser geworden. Wir tun etwas, aber zum Beispiel der Einsatz von Multimedia und E-Learning, was das Studieren deutlich erleichtert, wesentlich erleichtert als Sie es wesentlich leichter macht, als Sie es während Ihrer Studienzeit hatten. Dieses kostet erhebliches Geld. Eine Vorlesung auf E-Learning umzustellen, kostet auf Dauer wesentlich mehr, als sie im Präsenzbetrieb durchzuhalten. Und die Teilnehmerzahl wird auch in Zukunft vermutlich beschränkt sein. Das kostet Geld, muss finanziert werden und solche Sachen müssten dann über Studiengebühren finanziert werden. Nur wenn das gesichert ist. Das heißt also, die Gebühren der Universität zugutekommt und keine aus sozialen Gründen ausgeschlossen ist, dann würde ich Studiengebühren akzeptieren. Sie sprachen an vorhin, wir wollen wissen, was aus dem Geld wird, das die Universitäten haben. Ich glaube, wir können für unsere beiden Hochschulen sagen, dass wir erstmal für die Industrie, für die Wirtschaft die qualifizierten Arbeitskräfte schaffen, die das Bruttosozialprodukt generieren, mit dem wir den sozialen Wohlstand in Deutschland hier gewährleisten. Ohne einen Ingenieur geht es eigentlich. Nicht ohne einen Ingenieur, der innovativ ist, wird unsere Wirtschaft stehen bleiben und Wirtschaft und stehen bleiben bedeutet ja Rezession. Das heißt also, das Geld, das hier in kluge Köpfe, in moderne, in neue Ideen, in Innovationen, in Patente umgesetzt wird, dieses Geld ist sinnvoll angewendet. Wissenschaftspolitik ist gleichzeitig heute eine Wirtschaftspolitik. Wenn ich heute nach China reise und mit Universitäten über Kooperationen im angewandten wissenschaftlichen Bereich zu diskutieren und Vereinbarungen zu schließen, ist natürlich irgendwo im Geleitzug die Wirtschaft immer mit dabei, weil wir natürlich gemeinsame Projekte dann mit der Wirtschaft betreiben. Wenn ich nach Shanghai fahre und mit der Tongji-Universität verhandle, dann ist es klar, weil Tongji 5 von den 10 großen Weltausstellungsprojekten in Shanghai betreibt, dass auch wirtschaftliche Interessen, also deutsche Unternehmerinteressen, wesentlich beteiligt sind. Und gleiches gilt für die Eisenbahn Peking-Shanghai ebenfalls, die auch von der Tongji-Universität beteiligt wird. Das bedeutet also, Geld, das der Staat bei uns investiert, ist gut investiert, zum einen. Zum anderen kann ich auch vielleicht mich auf den Bundeskanzler hier ausnahmsweise mal berufen, der einen Innovationskreis, Partner für Innovation eingerichtet hat. Selbst die Politik hat erkannt, dass ohne eine vernünftige Wissenschaftsförderung auch die Wirtschaft nicht mehr weiter florieren kann. Sehr spät erkannt. Ich warte sehr gespannt auf die Umsetzung aus diesem Politikkreis. Ich hätte gerne noch zwei kleine Anmerkungen. Einmal Studiengebühren. Ich habe die große Sorge, einmal, dass das Problem auftritt, was Herr Kutzler schon gesagt hat, dass wirklich auch alle, die geeignet sind zu studieren, auch wirklich dann die Chance haben. Das wäre meine eine Sorge. Die andere Sorge ist, dass unsere Erfahrungen zeigen, dass die Hochschulen, auch wenn da Studiengebühren bezahlt werden, nicht den Hochschulen zugutekommen, sondern dass sie in irgendeinem Staatsloch verschwinden. Und vor dem Hintergrund bin ich überhaupt nicht so begeistert über Studiengebühren, ich glaube auch nicht, dass das Problem löst. Zweite, noch kleine Anmerkung, es gibt nicht nur Länder in der Welt, die darüber nachdenken, Fachhochschulen einzuführen. Es gibt auch Länder, die haben die Fachhochschulen einfach zu Universitäten gemacht. England ist so und Norwegen, also auch das wäre eine Möglichkeit, um das Problem zu lösen. Aber es muss ja nicht sein.
Bundesweit. Zu den Studiengebühren nur kurz noch eine Bemerkung, eine Fußnote zur Fußnote. Die drei Universitätspräsidenten hatten ein Gespräch mit Herrn Hofereit, wo er uns versuchen wollte, zu Studiengebühren, zum Bekenntnis von Studiengebühren zu verführen. Er hat aber auch gleichzeitig gesagt, 50% für Sie, 50% für mich. Das sind indirekte Steuern, weitere indirekte Steuern für unsere Studenten, die nun wirklich, oder für deren Eltern, die nun wirklich nicht das Geld dicke in der Tasche haben. Und das finde ich unfair von einem Sozialdemokraten. Dankeschön. Ich denke, meine Damen und Herren, es sind keine weiteren Fragen mehr. Es ist ja auch ausführlich geantwortet worden. Ich darf den beiden Präsidenten, ich sage das mal jetzt wieder alphabetisch ruhig, Herrn Professor Dr. Grützler und Herrn Professor Dr. Thümer recht herzlich danken. Es war ja das erste Mal, dass wir, ich sag mal, zwei Gastredner zusammen hier gehabt haben. Das ist wirklich in unserer Geschichte, Herr Professor Manuel wird das bestätigen können, über 20 Jahre das erste Mal, dass wir zwei Gastredner zusammen haben, wo auch unterschiedliche Auffassungen sein können. Das haben wir heute miterlebt. Und trotzdem verstehen Sie sich sehr gut und ich denke, es kommt ja uns allen, dem Standort Deutschland zugute, Bildung kann nicht genug gefördert werden. Ich lasse es dazu zu sagen. Nochmals Dankeschön, meine Herren. Vielleicht nur noch ein Nebensatz. Professor Kunstler, heute stand ja in einer Zeitung drin, dass trotz schwierigster Umstände, die Technische Universität zu den neuen bedeutendsten technischen Universitäten Deutschlands zählt. Das steht wörtlich in der Zeitung hier drin. Das ist sehr gut. Wie viele technischen Universitäten gibt es? Ich weiß es wirklich nicht. Ungefähr, ganz grob. Das sind die großen neuen Universitäten, ja, die von 1914 gegründet worden sind. Es gibt weitere Universitäten, es gibt eine weitere technische Universität, das ist die in Hamburg-Harburg, die besteht aber im Wesentlichen nur aus Maschinenbau und einigen angelagerten Bereichen. Die Naturwissenschaften werden dort zugeliefert von der Universität Hamburg. Es gibt ansonsten große Universitäten, großen ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten. Dazu gehört Erlangen, dazu gehört Bremen, dazu gehört Dortmund, dazu gehört Bochum. Und eine Reihe, Saarbrücken gehört dazu und eine Reihe anderer Universitäten, die sind auch mit uns zusammengeschlossen in der Arbeitsgemeinschaft der Technischen Universitäten und Technischen Hochschulen, Hochschulrektorenkonferenz, aber wir TU 9 sind halt was Besonderes. Danke, das freut uns besonders, dass wir solche Gastredner und Präsidenten hier haben. Ich danke Ihnen. Wir gehen jetzt zu dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes. Da möchte ich Ihnen nur mitteilen, also in diesem Jahr haben wir keine Veranstaltung mehr. Wir haben ja auch 4 Veranstaltungen gehabt. Und im Januar werden wir den Präsidenten der IHK, Dr. Erik Schweizer, als Gastredner hier haben. Den Termin genau habe ich noch nicht. Wir haben schon Vorgespräche geführt. Aber wir werden einen Tag im Januar finden, an dem er sich Zeit nimmt, wie sein Vorgänger, Herr Gegenbauer, der ja hier auch als Präsident gesprochen hat, zu uns kommt. Ich danke Ihnen und wünsche guten Hunger und Durst.